Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Space. Wir sind jetzt gerade dabei, den Mass Fabricator zu bauen und haben schon, drei wichtige Sachen dafür. Wir brauchen 8. Okay, also wir müssen zweimal das machen. So. Noch einmal. Zack. Das können wir so nebenbei mal schon Metalformer packen. Aber wir müssen gucken, ob wir noch ein bisschen Tin haben. Warte mal, ich habe doch gesehen, dass wir hier oben noch welches haben. Das können wir hier durchballern. Oh, das Eisen wird auch gut durchgebrezelt. Was sagt denn überhaupt unsere Energie? Aber ich will den MFE wieder ein bisschen voller haben. Aber jetzt guckt euch an, mit welchen schnellen Maßnahmen sich der MFE füllt. Und ja, hier fließt eigentlich gut was durch. Also das ist hier wirklich nur das Kabel, was unten vom Reaktor in den MFE führt. Ich lasse den da unten jetzt einfach mal eine Weile lang laufen. Das dürfte das hier auch fertig sein, genau. 6. Ich brauche 6. Ein bisschen Tin. Das kann mir wieder durchgebrezelt werden. Okay, sagen wir noch bis 29. Werden wir den hier durchlaufen lassen. Und dann werden wir aber unten auch mal wieder ausschalten. Wenn wir den Mass Fabricator haben, dann werde ich ihn, also den würde ich dann vielleicht auch sogar hier vor der Bedbox anschließen wollen, den Mass Fabricator. Und noch vorm Dings-Transformer, das heißt, wir müssten ein Kabel, weil der Transformer das hier ja runter auf 32.000 EU, da brauchen wir ja schon mehr, heißt, das Kabel, der könnte hier hin, also das würde passen. Und die anderen Maschinen, die können wir dann hier hinter klatschen. Das sind dann also sozusagen unsere Hochspannungsmaschinen. Dann hätten wir eigentlich beinahe alles, ne?
16 müsste ich wieder durchballern, weil ich brauche ja das oben. Das hier. Und Tin und. Ja eigentlich einigermaßen schnell über sich bringen. Ja, und der produziert eigentlich auch ganz schön gut hier. Und da haben wir das erste Monster-Gläu. Was sagt unsere Energie? Ja. Also wenn der Messfabrikator läuft, dann müssen wir den Reaktor wirklich durchgehend anmachen. Sonst haben wir nämlich keine Chance, dass der Messfabrikator läuft. Aber das wird auch nicht lange halten mit dem Reaktor, weil der frisst 512 EU pro Tick. Und so viel wird der Reaktor niemals... Ah, doch, müsste ja eigentlich zusammenkriegen. Aber, naja. Ich weiß ja nicht. Läuft der? Okay, nimmt diesen durch. Also das heißt, wir können mehr von denen herstellen. Oh je, wir haben 5 Maschinen im Dauerbetrieb. Das hier zähle ich mal nicht als eine Maschine zusammen, weil das ist ja eine Maschine. Das ist eine Maschine. Halt, wir haben sogar 6 Maschinen im Dauerbetrieb gehabt. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind es aber nur noch 5. Hier jetzt mal fertig. So. Wir haben sogar nur noch genau 4. Gott, Kohle komplett vergessen. Warte mal. Sechzehn Kohle müssten das sein, die wir da jetzt verballern müssen. Das ist hart, meine Freunde, das ist hart. Und der Macerator braucht so Ewigkeiten. So, den versorgen wir mal weiter mit komprimierter Luft. Vor allem, ne? Wir benutzen eigentlich gar nicht mehr den Extractor. Der hat gerade erst mal 2 fertig. Oh Gott, ist das hart. Nee, wir brauchen mehr als 16. Wir brauchen... Warte mal. Das hier sind 8. Merken. 16.
24, 32, also nochmal. Gott, Alter, das ist eine Verschwendung. Der ist auch fertig. Dem können wir hier eins mal wieder reinpacken. Dem packen wir die mal rein. Zack, erstes War Carbon. Das würde jetzt sowieso erstmal eine Weile lang dauern. Mal kurz, ob sich bei der Kerntemperatur irgendwas getan hat. Ist der aus? Why? Der sollte doch an sein. Ach nee. Gut. Gut. Hab's verstanden. Wieder vorbei. Sag ich doch, wir brauchen 32, meine Freunde. 32 Kohle. Oh Gott, das ist so teuer einfach mal für mich. Na gut. Ich find's trotzdem übertrieben teuer. Falsche. Oh Gott, ich muss ja auch noch zusammen craften. So, na, also das erste von den Teilen können wir schon mal bauen. Ich weiß noch früher zu Megaprojektzeiten, da habe ich ja auch schon Minecraft gespielt. Da war das immer noch ohne dieses Refined Iron, die Advanced Maschinenblöcke zu bauen. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich mit dem Megaprojekt meinte. Das war dieses ganz große YouTuber-Projekt, wo Dena die halbe Stadt einfach mal weggesprengt hat. Also, ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Weiß ich nicht. Wenn es euch was sagen soll, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal wirklich interessieren.
So, Freunde, und das war's jetzt auch wieder mit dieser Folge. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und macht's gut. Bis dann und ciao.